und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja mal vor einer längeren Zeit auf Instagram mal so eine Umfrage gestartet, ob die Leute mal so eine Art Geschichte von sich in Star Stable, die sie mal selber erlebt haben oder von anderen gehört haben, mal so reinschreiben wollen. Und es haben tatsächlich einige mitgemacht und heute geht es um eine Geschichte, die ich herausgesucht habe und die werde ich jetzt quasi vorlesen. Und anschließend sage ich dann so meinen Teil darüber und ihr könnt dann quasi in den Kommentaren selber mal so reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das irgendwie gut findet oder ob man da was verbessern könnte. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Meine Geschichte, Story. Es ist schon etwas länger her, so 3 bis 4 Monate. Und zwar wollte eine Freundin einen Club gründen und ich habe mich dazu bereit erklärt, sie zu unterstützen und auch die Verantwortung über den Club zu tragen. Es so 2 bis 3 Tage dauert, da hatten wir eine Homepage, Discord-Server und einen offenen Discord-Server. Keine Ahnung, warum sie das jetzt da mal reingeschrieben hat. Wie vielleicht bei vielen Clubs lief es einfach nicht gut. Wir waren mal bis zu 6 Mittis, alle außer einem Mitti haben dann aber am selben Tag schon wieder verlassen. Also waren wir nur noch zu dritt. Meine Freundin, ein Mitti und ich. Daraufhin habe ich vielen Leuten angeschrieben über Discord, ob sie einen Club suchen. Meine Freundin wusste davon nichts, weil eigentlich hatte ich sie damit zu überraschen, dass zu unserem Eröffnungsritt wir schon zu 10 sind. Leider hat das nicht ganz funktioniert. An dem Tag vor dem Eröffnungsritt schrieb ich sie an und meinte, dass keiner zu uns möchte. Daraufhin schrieb sie auch, dass es nichts bringt, weiterzumachen. Einen Tag danach hat sie den Club dann aufgelöst. Ich war schon traurig, weil wir viel Zeit und Arbeit in den Club gesteckt haben. Was ich euch damit sagen möchte ist, dass ihr nicht so schnell aufgeben sollt. Wie wir. Wir haben zu schnell eine Entscheidung getroffen, die falsch war. Also gibt nichts so schnell auf, weil jeder Club hat mal klein angefangen. So, das war jetzt keine allzu lange Story. Es muss ja nicht lang oder kurz sein. Also, genau. Es geht quasi darum, dass eine Freundin und sie zusammen einen Club gegründet haben und sie wollten zusammen die Verantwortung für den Club übernehmen. Und sie haben halt so fest an sich geglaubt, dass sie einen eigenen Club gründen können, dass sie vielleicht auch mal eines Tages größer werden. Und dass sie eine erfolgreiche Familie werden. Also so mit 10, 20 Leuten. Und ja, da leider es nie so richtig geklappt hat und die Leute immer wieder verlassen haben, weil sie was Besseres wollen, haben sie dann schlussendlich auch aufgegeben. Ja, meine Meinung dazu ist, ich habe das schon mal sehr oft auch in Streams oder auch generell mal dazu gesagt, dass man niemals schnell aufgeben sollte. Klar, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, aber ich finde es traurig, dass viele möchten sich so einen eigenen Club mal gründen, sie wollen das mal erstellen, aber dann verzweifeln sie dran, weil sie einfach überhaupt keinen Anschluss finden, weil sie einfach keinen finden, der wirklich auch noch dazukommt und alle verlassen sofort wieder und das demotiviert einen sehr. Und das ist bei jedem Club am Anfang so. Aber wie gesagt, man sollte einfach nicht aufgeben, man sollte dranbleiben. Auf jeden Fall, was ich euch dazu sagen möchte, auch wenn ihr euch ein bisschen blöd fühlt oder ihr denkt, ich möchte aufhören, gebt nicht auf. Ihr sollt einfach weitermachen. Und glaubt mir, eines Tages ist dieser Sprung da, da macht es Klick und da kommen wirklich auf einmal auch Leute, die zu euch halten, die treu bleiben, die auch irgendwann auch zu euren engen Freunden gehören und deswegen, ihr dürft einfach nicht so schnell aufgeben. Denn das seht ihr später, wenn ihr wirklich mal größer seid. Ihr blickt nach hinten und dann dachtet ihr euch so, oh mein Gott, zum Glück habe ich es nicht getan. Und zum Glück habe ich einfach weitergekämpft, weil wirklich nur wahre Kämpfer kommen weiter nach vorne. Weil stellt euch vor, ihr gründet einen Club und alles passiert von selber, ihr müsst quasi nichts tun. Und das ist ja auch ein bisschen blöd, weil man sollte einen Club schon mit Herz, Liebe und auch Mut und Kraft gründen und es soll nicht alles immer so flüssig funktionieren, deswegen. Deswegen, wie gesagt, gebt nicht auf und ich hoffe, ich habe jetzt somit den einen oder anderen auch so ein bisschen motiviert oder ich hoffe auch die eine Person, wo ich jetzt gerade eben das vorgelesen habe, ich hoffe, sie hat euch jetzt auch so ein bisschen die Augen geöffnet und ja.
Dann bedanke ich mich auch hier für die Person, die mir das geschickt hat. Wenn ihr selber noch Ideen habt oder wenn ihr selber Geschichten oder Stories habt, die ihr, wo ihr sagt, oh mein Gott, die müssen unbedingt erzählt werden oder es ist lustig oder es ist was Trauriges oder was weiß ich, schickt mir eure Nachrichten oder eure Geschichtenstory über Instagram oder über Discord. Und ich werde mal am Ende überlegen, ob ich mir den nehme oder auch nicht. Und ja, vielleicht ist irgendwann auch mal deine Geschichte in diesem Video. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! We'll be right back.